Wir sind hier bei der Judo Junior Akademie in Köln und es geht ums Thema G-Judo. Und wer bist eigentlich du? Ich bin Victor, das ist der Teamchef hier der G-Judo. Und was machst du hier genau? Hier der G-Judo, hier der helfe Leute frei Judo machen. Wie lange machst du schon Hier Judo? der Art, hier der, naja, hier der vorher Hobbyfehler. Und was gibt es, also du bist ja aktiver Wettkämpfer, man sieht es ja auch an deinem schönen Logo da. Was gibt es für Wettkämpfe, wo du uns von erzählen kannst? Ja, hier der Judo-Kämpfer. Ist achtmal deutsche Meisterschaft. Einmal hier der Muschel, Doppel, Doppel, Dalle, hier der Muschel, hier der Alex, Frau, hier der Vater, hier der Alex, nee, ich. Judo-Kata, Muschel, Lübis. Das heißt, du kommst dann auch ganz schön gut rum, oder? Wenn du uns von so vielen Sachen erzählen kannst. Ja, hier dann, ist ja Europa, hier dann, achtmal Deutsche Meisterschaft. Und hier dann, hier da Nikas, hier da Theo Lassas, hier dann, Freund. Ja, der Hefe. Reist du gerne oder bist du eigentlich lieber zu Hause und freust dich, wenn der Wettkampf eher in deiner Nähe ist? Ja, nee, ich. Ja, der lernt. Ist ein Land. Deutscher. Und ist es für dich anstrengend, so häufig zu trainieren, oder freust du dich eigentlich jedes Mal, wenn es wieder auf die Matte gehen kann? Ja, ich hab hier dabei. Ja, der Sinne rast auf. Dauer, hier da Nuni, hier da fit, hier da Nuni ist er fit, hier da Lupis, hier da News und dann hier da WM, hier da Dauer und ich fit an Dauer, hier da WM. Und da freust du dich natürlich drauf, oder? Ja, klar. Und da wirst du doch nicht nur als Kämpfer da sein, sondern als jemand, der zu seinem Verein steht, hilfst du doch bestimmt auch mit Ich dabei, oder? hatte vor allem ja der Bushido-Kill. Ich hatte einen vor allem ja der Fouquet-Bouet vor allem. Und ich sehe gerade, du hast einen schwarzen Gürtel. Hast du den auf irgendeine besondere Art und Weise? Ja, ihr auch. Ja da am vorher ja da alles nicht. Einmal berat ja da Kater. Und fertig, jeder später, Judo Kata, jeder Lauf, hart, Gürtel, jeder Hals, Peer, Vater. Hast du da ein Motto, um anderen auch diesen Mut zu geben, diesen langen Weg anzutreten, um zum Beispiel auf so etwas Schwieriges wie jetzt bei dir den ersten Dan, sich vorzubereiten? Ja, Gürtel berat. Ja, da ich hab Nala, ja, da Köln, ich hab Land, ich hab Land, ich hab Wiener, ja, da Esse, Pass, Deutscher, Köln, Europa. Okay, gut. Dann vielen lieben Dank, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Und auf jeden Fall noch sehr viel Spaß hier. Und es war mir eine Ehre, mit dir ein Interview führen zu dürfen. Danke, okay, bitteschön. Ciao.